Hallo, ich heiße Tekel. Willkommen zurück auf dem Kanal. Wir wollen uns heute mit der folgenden Klausur beschäftigen. Es ist eine Aufgabe aus der Klausur Geotechnik 2 der FH Aachen. Die Prüfung ist vom Sommer 2019, glaube ich, ja, sollte es sein. Und in dieser Aufgabenstellung sehen zwei Varianten für die Durchführung einer, ich sag mal, trockenen Baugrube, oder wasserundurchlässigen Baugrube. Ja, so drei Varianten werden untersucht. Die erste mit der Unterwasserbetonsäule haben wir in einer vorherigen Video schon untersucht und in anderen Sachen, wir hatten vielen Sachen da erzählt, erklärt und die Aufgabe tatsächlich gelöst auch. Wir hatten sogar Vollständigkeit halber auch den Ansatz der Reibungskräfte durchgeführt, was von der Aufgabenstelle eigentlich nicht gefragt wurde. So, wir wollen uns heute mit der Variante 2 beschäftigen. Es ist dann eine bewährte Sohle mit Zugpfählen. Was steht da genau? Ermitteln Sie die erforderliche Anzahl an Auftriebsankern. Okay, das sind Anker. Naja, G wie Zugpfähle, okay. Länge L gleich 10 Meter, Durchmesser D gleich 18 Zentimeter, die zusätzlich in die Sohle eingebracht werden müssten, um den Nachweis gegen Aufschwimmen UPL BSD zu erbringen. In diesem Fall ist die Dicke der bewährten Unterwasserbetonsohle auf 1,0 Meter beschränkt. So, die Sohle ist jetzt bewährt. Das erkennt man eigentlich schon aus der Schaffierung hier. Fohlenstrich, dann unterbrochen, Fohlen unterbrochen. Das ist die Schaffierung für Stahlbeton, also für bewährten Beton. Und wir haben da die Fäden zu berücksichtigen. Also wir fangen dann gleich an. Ich mache hier jetzt mal eine neue Skizze wie letztes Mal, um die Situation nachzubilden. Gesucht ist die Anzahl der erforderlichen Zugpfähle. So. Ah, nee, nicht die Anzahl, sondern was? In diesem Fall die zusätzlichen, ermitteln Sie die erforderliche Anzahl. Ja, okay, gut. Ja, genau, die erforderliche Anzahl. Ich habe das hier gesehen. Aber es ist mehr oder weniger dasselbe. Also die Idee ist, auf diese Länge hier, auf diesen 18 Meter, wie viele Pfählen sind überhaupt da anzuordnen. Und mit dieser Anzahl hätten wir dann auch den Abstand dann zwischen den Pfählen. Gut. Wir müssen nicht vergessen, dass dieser Hinweis hier für alle Varianten gilt. Sprich, sorry. Nee, 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 nicht das hier. Wo war das? Ja, das hier. Das hier, dieser Hinweis hier. Für alle drei Fälle kann angenommen werden, dass eine kraftschlüssige und wasserdichte Verbindung zwischen Sollkonstruktion und Bohrpfählen ausführbar ist. Das heißt grundsätzlich, dass wir hier auch das Gewicht der Bohrfallwände aufnehmen müssen. Okay. Also wie kann man hier vorgehen?
Wir haben eine Unterwasserbetonsäule da, nicht so dick, 9 Meter in dem Fall, mit Pfählen. Die Anzahl der Pfähle ist gesucht. Wir müssen das Gewicht der Baugrubenwände berücksichtigen. Spricht, wir können uns nicht einfach auf einen einzelnen Fall konzentrieren, wenn ich es so sagen kann. Wir müssen schon das Gesamte irgendwie betrachten. Am sinnvollsten hier betrachtet man ich würde sagen, ein Plattenstreifen. Also es gibt da die Anzahl der Fällen, ist noch unbekannt eigentlich. Wir betrachten da am besten ein Plattenstreifen mit der Dicke LA gleich 2 Meter hier, weil wir wissen schon, welche Abstände die Pfähle zwischeneinander haben in diese Längsrichtung. Das hier ist die Breite für uns. Die Längsrichtung steht senkrecht dann zur Ebene. Sprich, wenn ich es jetzt mal perspektivisch zeichnen würde, die Länge LA ist dann grundsätzlich in diese grüne Richtung, sage ich mal. Da sind die Bohrfallwände erstmal, die ich da skizziere. Von hier aus kann man das erstmal so machen. Es endet da nicht, weil wir haben einfach geschnitten. So die Sohle hier geht dann auch weiter in die Tiefe. Naja. Das ist prinzipiell auch im Boden, das sieht man auch nicht wirklich, diese Linie hier. Aber von hier aus kann man das erstmal so lassen. Naja, das alles sieht man eigentlich nicht. Jetzt mal kurz rüber. Ich muss das mit WhatsApp hier schließen. So, es ist alles, ups, so komme ich jetzt. So, also wir haben dann, jetzt ist es komisch, wir haben grundsätzlich Fällen, die dann hier zum Beispiel sind, da, da und da auf der Linie. Ne? Und in die Tiefe auch. In die Tiefe ist der Abstand aber schon bekannt. Und der beträgt LA.
Meter, okay. So, okay, und ich sagte dann, am sinnvollsten betrachtet man dann dem jetzigen Fall so ein Streifen. Also sagen wir mal, wir sehen, ja, sagen wir mal, das hier kommt so durch und repräsentiert eigentlich die Stelle, das habe ich schon komisch gemacht worden, komisch gezeichnet worden. So, und wir nehmen dann ein Streifen mit, also ich will sagen, LA halbe auf der einen Seite und LA halbe auf der anderen Seite, sprich ein Streifen mit der Breite LA letztendlich, so ein Streifen mit Pfählen da drauf. Und wir würden dann gucken, welche Lasten wiegen überhaupt auf so einem Plattenstreifen, welche Lasten sie sind nach oben gerichtet, welche sind nach unten gerichtet und so weiter. Okay. Gut, ich mache es dann hier nebenbei. Betrachten dann einfach so ein Streifen. Die Kreuzchen hier sollten Pfählen sein. Pfähle. So, 2 Meter breit, 18 Meter lang, die Breite der Baugrube. Und überall da hat man die Pfählen dann schon gesagt. Die Pfählen selbst sind wie lang? 10 Meter mit einem Durchmesser von 18 Zentimeter. Das sind also Mikropfählen, dadurch, dass der Durchmesser kleiner ist als 30 Zentimeter. So, gut, fangen wir direkt an. Was haben wir dafür? Stabilisierenden Einwirkungen. V. Stabilisierend. Ich schreibe mal S für Sohle. Die Sohle selbst, diese Stahlbetonsohle, wiegt etwas. Sie ist 1 Meter dick. Es ist Stahlbeton. Wir rechnen mit dem unteren charakteristischen Wert, sprich 24 Kilonewton pro Kubikmeter anstatt 25 mal 1 Meter Dicke mal 18 Meter die Breite der Baugrube mal 2 Meter die Breite meines Streifens gibt. Das ist dann eine Anzahl, die ich da herausbekomme. 800 64 Kilonewton. Stabilisierend haben wir auch das Gewicht der Wände. V stabilisierend Bofallwand. Die Wände sind 0,6 Meter dick. Kennen wir schon aus der ersten Variante, also wir haben die Aufgabe schon gemacht, nur eine andere, eine vorherige Frage. 0,6 Meter die Dicke der Wand mal 18 Meter die Höhe oder Länge der Wand von 0 bis minus 18 mal, es ist Stahlbeton. Profilen sind bewährt, also 24 Gewichte halt. Oder ich kann ruhig Kilonewton pro Kubikmeter schreiben, wenn ihr wollt. Ich würde normalerweise hier die Einheiten nicht schreiben. Ich glaube, da verliert man Zeit, aber ich mache es mal hier vollständigkeitshalber. 0,6 mal 18 mal 24.
mal 2 Meter die Breite meines Streifens. Also ich betrachte gerade diese Streifen und jetzt gerade habe ich dann so ein Stück Wand sozusagen betrachtet. Dieser Stück Wand ist auch 2 Meter breit. Ich hab gerade geschaut, wie 2 Meter breit, ja, aber hat die vollständige Röhre und so. So kann man sich das Gesamte vorstellen gerade. Ich zeichne es ein bisschen besser. Ups, naja. So, ich werde hier die Reibungskräfte nicht einsetzen. Ne? Das, was wir in der vorigen Aufgabe, in der vorigen Aufnahme ja, selbst gemacht haben, ne? Obwohl es nicht wirklich gefragt wurde. Ich glaube, es ist klar, wie man damit umgeht. Man könnte sich diese Lasten dann hier einfach berechnen. Theoretisch kann man die Ergebnisse einfach nehmen aus der vorherigen Aufnahme oder vorherigen Aufgabe und dann anstatt die Last pro laufende Meter einzusetzen, würde man dann mal 2 Meter multiplizieren, um zu wissen, welche resultierende Last dann hier nach unten liegt. Ich werde es hier aber nicht tun. Die Wand ist auch auf der rechten Seite hier anzusetzen. Wir haben 2 Wände, so mal 2. Hier gibt es auch eine Wand. So, mal 2 ergibt mal 18 mal 24 mal 2 mal 2. Da haben wir 1036,8 Kilonewton. Das ist stabilisierend aus der Sohle, stabilisierend aus der Wand. Es gibt noch eine stabilisierende Wirkung, aus der Mantelreibung hier entlang des Pfahles, auf der Mantelfläche des Pfahles. So, also V stabilisierend. Mantelreibung, keine Ahnung. Mantel. Reibung. So, Umfang, nee, Mantelfläche des Pfahles spricht Pi mal Durchmesser 0,18 mal Länge des Pfahles 10 Meter. Das ist ein Durchmesser mal. Das wäre die Fläche dann mal die Mantelreibung, QSK, wurde gegeben, 45 Kilonewton pro Meter Quadrat. Jetzt mal, was wir eigentlich suchen hier, mal die Anzahl der Pfähle. 1, 2, 3 bis n halt, wir wissen noch nicht wie viele. Mal n. Das 0,18 mal 10 mal 45 81 81 Pi. Wobei, da muss man noch was sagen. Diese Schreibweise hier passt nicht ganz. An der Stelle hier für den Fall ist ein Nachweis in Geo2 durchzuführen.
Es ist sicherzustellen, dass die einwirkenden Belastungen kleiner bleiben als der Widerstand. Der Widerstand ist das, was wir gerade aufgeschrieben haben. Wir würden es als RDK gekennzeichnet, R für Resistance, also Widerstand, D für Tension, also Zug, K für charakteristisch. Es ist gerade 41 Pi Kilonewton mal N, N für die Anzahl der Fälle. So, jetzt den Nachweis führen wir nicht mit den charakteristischen Werten. Das kennen wir. Ein GeO2-Nachweis wird folgendermaßen durchgeführt. Eine Einwirkung, in dem Fall FDD, Zugbelastungen, müssen kleiner sein als der Bemessungswert des Zugwiderstandes. Und in dem Fall handelt es sich um einen Zugfall, sprich RDD ist RDK durch ein Teilkreisbeiwert für Zugfällen. Hier werde ich mit der Annahme weiterrechnen, dass es sich um Werte aus, also um Widerstände aus Erfahrungswerte, dieser Reibungswiderstand zum Beispiel, diese Mantelreibung und nicht aus Probebelastungen, sonst würden wir einen kleineren Wert hier einsetzen können. Also auf der sicheren Seite liegen, rechne ich dann hier mit 1,5. Ich werde hier auch annehmen, dass es sich nicht um Verpressfälle oder so handelt, sonst würde man hier extra ein Modellfaktor noch einsetzen müssen mit dem Wert 1,25 für Verpressfälle, Verpressanker und so. Ich werde hier aber annehmen, dass es sich nicht um einen Verpressfall handelt, wobei ein Gewi-Fall ist doch ein Fehlpreis. Naja, ich rechne, ich hab die Information auf jeden Fall hier schon gesagt. Ich werde hier mit 1,0 rechnen. Also ich nehme es hier an der Stelle weg. Ich nehme an, dass es sich nicht um ein Annahme kein Fehlpreisfall kein Fehlpreisfall. So, spricht 1,0 dann, der ist ein bisschen was, nur Gamma T. Also RTD wäre dann was? 81 Pi durch 1,5 mal N. Die 1,5 kann man in den Schneiderbautabellen finden. So, Schneiderbautabellen, Geotechnik, Kreisbeiwerten. Hier Fallwiderstände auf der Grundlage von Erfahrungswerte für Zugfälle in der Bemessungssituation temporär. Da kommen meine 1,5 rein. Okay. Jetzt die Modellfaktoren, die ich mal erwähnt habe, wären aus der EA-Fälle zu entnehmen. Ich gehe aber hier davon aus, dass es sich nicht um Verpressfälle handelt und so und dass ich dann diese Modellfaktoren hier nicht einsetzen muss. So, 81 dann durch 1,5, sprich, ich habe da 44 Pi. 54 Pi mal N, eigentlich für mein RDD. Und FDD hier muss kleiner sein. Wir sind in GeO2, aber okay, wir führen diese Überprüfung hier in GeO2 nicht. Das ist kein UPL-Nachweis an der Stelle. Kein UPL. Also
Wir benutzen dann nicht die Faktoren für stabilisierenden und destabilisierenden Einwirkungen, obwohl ich schon diese Beschriftungen hier benutzt habe. Nee, wir gucken, sind die Einwirkungen ständig oder veränderlich? Sind sie ständig oder sind sie veränderlichen Einwirkungen? Sind sie günstig oder ungünstig? Und dazu noch, besonders in der Geotechnik, im Rockbau kommt es kaum im Spiel. Die Bemessungssituation permanent und temporär haben oft einfach dieselben Teilkreisbeiwerten, die Geotechnik aber nicht. Wir sind hier in der Bemessungssituation temporär, also für günstigen Einwirkungen nichts Neues. Da hatten wir 1,0 für günstigen veränderlich für günstigen ständigen Einwirkungen 1,0, für günstigen veränderlichen Einwirkungen 0, für ungünstige ständigen Einwirkungen 1,2, für ungünstige veränderliche Einwirkungen 1,3. Okay. So. Was untersuchen wir überhaupt? Wir wollen hier vermeiden, dass diese Sohle hier, diese Streifen, sich nach oben bewegt. Also die Einwirkungen, die so eine Bewegung nach oben verursachen wollen, sind ungünstig. Also was ich hier dann mit dem Hinsicht eines UPL-Nachweises als destabilisierend, ich habe sogar noch keine destabilisierende Einwirkung aufgelistet anscheinend. Also was ich in der Sicht eines UPL-Nachweises als destabilisierende Einwirkung kennzeichnen würde, wäre hier eine ungünstige Einwirkung. Und was ich hier in der Sicht, in der Hinsicht eines UPL-Nachweises als stabilisierende Einwirkung betrachten würde, wäre jetzt eine günstige Einwirkung. Ich bleibe erstmal hier mit der Lupe, sage ich mal, eines UPL-Nachweises. Und ich liste mal hier die destabilisierenden Einwirkungen auf. V, destabilisierend Wasser auf der Sohle. Wie tief sind wir? Also der Wasserstand ist bei minus 5. Die Sohle hier ist bei minus 12 und dann ein Meter tiefer, minus 13. Von minus 5 zu minus 13 sind wir da haben dann 8 Meter Unterschied. Also 8 Meter mal 10 Kilonewton pro Kubikmeter. Das kann mal Wasser. Das wäre der Wasserdruck mal die Fläche, 18 Meter Breite der Baugrube mal 2 Meter. LA, die Breite des Streifens, ergibt 80 mal 18 mal 2, 2880. Kilonewton. Das ist eine destabilisierende Einwirkung aus Wasserdruck auf der Sohle. Jetzt eine destabilisierende Einwirkung haben wir auch aus Wasserdruck auf der Bohrfallwand. Hier unten. Hier. Also der Unterschied jetzt ist von minus 5 zu minus 18, spricht 13 Meter. Also analog. Ich nehme wir jetzt mit 13 Meter mal 10 Kilonewton pro Kubikmeter mal, ups, ich hatte Achsen geschrien, mal 0,6 Meter die Dicke der Wand mal 2 Meter die Breite des Streifens, des Abschnittes, das wir betrachten, und mal 2, weil wir 2 Wände haben.
Also die waren auf der einen Seite und auf der anderen Seite. 13 mal 10 mal 0,6 mal 2 mal 2. Da habe ich 312 Kilonewton. So, destabilisierende Einwirkungen, das ist das ist erstmal alles. Eigentlich stimmt nicht ganz. Es gibt eine, wenn wir da von den Fall schon reden, dann reden wir auch auf den Fall hier noch die Einwirkung. Naja, ich will das erstmal so einfach zur Seite lassen. Wäre prinzipiell zu berücksichtigen. Aber dadurch werde ich das Eigengewicht des Falles auch hier nicht berücksichtigen. Dann ist es nicht so schlimm. Also wenn ich es nehmen würde, das destabilisierende Einwirkung, dann würde ich da das Eigengewicht des Falles definitiv auch mitnehmen. Und ich glaube, wenn ich da das Eigengewicht des Falles eigentlich mitnehme, dann habe ich letztendlich, das ist insgesamt günstig, also prinzipiell. Also wenn ich diese beiden Aspekte einfach weglasse, bin ich eher auf der sicheren Seite. Und wenn ich mich nicht irre, gab es so einen Hinweis, dass das Eigengewicht des Falles zu vernachlässigen war. Oder nicht? Treibungskräfte entlang der Bohrfälle sind zu vernachlässigen. Nee, das, ja, das hatten Sie schon gesagt, aber es gab was anderes. Der Längsab, nee, der Nachweis mit Gewichtskraft des angerennten Bodens ist ebenfalls zu führen, okay. Um den Nachverkehr außen, in diesem Fall ist die Dicke der Bewertung. Nee, dazu haben Sie nichts gesagt. Ich lasse beide weg an der Stelle. Und damit bin ich meiner Meinung nach auf der sicheren Seite hier. Gut, dann, genau, das wollte ich erstmal aufgelistet haben, die destabilisierenden Einwirkungen. So, zurück zu diesem Punkt. Ich sagte dann, dass wir hier kein UPL-Nachweis durchführen, sondern ein GeO2-Nachweis. Sprich, wir müssen da gucken, was sind die Einwirkungen, was wirkt günstig, was wirkt ungünstig. Ja, und dabei müssen wir auch unterscheiden, was sind die ständigen und was sind die veränderlichen Einwirkungen. Hier haben wir keine veränderliche Einwirkung, sprich diese 1,3 werden nicht im Spiel kommen. Ich zeige erstmal diese Beiwerte 1,2 und 1,3, das habe ich noch nicht getan. Zurück in die Schneiderbautabellen bei den Einwirkungen. Nicht in UPL-Nachweis, nicht in Equilibrium, also Equilibrium, das wir kippen und so, sondern hier bei GeO2-Nachweis, das haben wir bei ständigen Lasten, die ungünstig wirken in der Bemessungssituation temporär, ist es 1,2. Bei veränderlichen Einwirkungen in derselben Situation ist es 1,3. Okay. Gut. Sonst, wenn die Einwirkung günstig ist, ist es 1,0. Genau das wollte ich zeigen. Wir kommen zurück auf OneNote und wir führen mal diesen Nachweis. Also, was sind dann die Einwirkungen? Wie schon gesagt, alles, was dann der Körper hier, diese Platte nach oben bewegen will, ist dann ungünstig. Also ständig und ungünstig, Faktor 1,2 für diese Bewegung nach oben. Was ist ständig und ungünstig hier? Die 2880, die Sohle nach oben bewegen wollen, das ist Weg auf der Sohle, Wasserdruck auf der Sohle, dann Wasserdruck auf der unteren Seite der Bohrfellen, die 312. Die wirken ungünstig. Dann als günstige Wirkung, es wirkt günstig jetzt, es wirkt sogar andersrum, minus. Wir betrachten jetzt gerade, was würde diese Sohle nach oben bewegen? Die hier wirken alle nach oben. Und sie wirken ungünstig. Jetzt, das hier wirkt günstig, nach unten gerichtet. Was ist es? Das Gewicht der Sohle selbst, die 864, also 1,0, dann ist der Faktor.
Es kann mal G. Es kann mal G. Inf, weil es ist günstig da. Wir haben kein Gamma Q hier. Wir haben keine veränderlichen Lasten. Also, genau. Also, stabilisieren jetzt die 864. Stabilisieren ebenfalls die 1636,8. Stabilisieren ebenfalls ist das hier, aber hier ist es keine Einwirkung, sondern es ist unser Widerstand. Also die Einwirkungen, alles was hier auf dieser Seite steht, dann muss kleiner bleiben als der Widerstand, als 54, hier ist der Widerstand, als die 54 Pi mal N, das wir suchen. Ja, das ist der Widerstand, RDD. Damit können wir N berechnen. Also ich rechne jetzt mal alles hier auf der linken Seite. 1,2 mal 1880 plus 312 minus 864 bis 1600. 36,8. Das sind 1929,6, die dann durch die 54 Pi zu teilen sind, um n zu finden. Ja, n muss größer gleich sein als das hier. Überall da haben wir letztendlich Kilonewton übrigens. Das hier ist so gut wie Kilonewton pro Fall. Und N hat die Einheit Fall oder Fälle, whatever. Und drüben ist es Kilonewton. So, also sie kürzen sich weg da und wir bleiben hier mit n, mit der Anzahl der Fällen 1929,6 durch 54 Pi ergibt 11,37. Also wir sagen mal 12 Fälle. Wenn wir 12 Fälle sagen, können wir dann diese LB berechnen. Es wäre dann nichts anderes als die 18 Meter Breite der Baugrube durch 12, 9 Sechstel, 3 halbe, 1,5 Meter. Also wie ist es eigentlich gedacht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zehn, elf. So, 12. Überall da haben wir immer so den Abstand. LB, 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 gell? Aber dann hier ist es LB halbe. Weil sonst würde es nicht stimmen, ne? Sonst wäre die Anzahl der Intervallen um 1 größer als die Anzahl der Fällen. Also die Striche, die weißen Striche sind die Lagen der Fälle. So, und hier am Rand ist es meiner Vorstellung so, dass ich LB halbe habe. Und hier auch dann LB halbe. Okay. Also die rote Linie da wäre die Lage der Wand, der Baugrubenwand. So. So.
so die 18 Meter sein. Die Pfähle sind 10 Meter lang. Gut, das haben wir schon gesehen. Also das ist erstmal der eine Punkt, aber wir müssen jetzt mal was betrachten. Wir haben gerade, was wir gerade gemacht haben, ist, wir haben überprüft oder wir haben, ja, wir haben mal berechnet, wie viele Pfählen würden wir dann brauchen, damit das Gesamte sich nicht nach oben bewegt, mit Hilfe der Mantelreibung. Also die Mantelreibung sollte noch reichen, damit den gesamten Block nicht nach oben durch Wasserauftrieb und so bewegt wird. Es wurde als GO2-Nachweis durchgeführt und nicht als UPL-Nachweis. Es gibt aber noch eine zweite Variante oder eine zweite Untersuchung. Wir müssen mal gucken, wie ist der Nachweis, wie lautet denn der Nachweis überhaupt, den Auftriebnachweis, den UPL-Nachweis dieses Mal mit dem angerenkten Boden. UPL-Nachweis mit angerenkten Boden. Okay. Ich gucke mal in den Schneiderbord-Tabellen. Ich glaube, dort ist auch die gewünschte Figur zu finden. Weiß es nicht ganz, ob es hier zu finden ist. Wenn nicht, muss ich. Wenn nicht, dann muss ich die EAB einfach, muss ich mir die EAB holen. Ist es hier oder nicht? Schneller, schneller, schneller. Bei Fehlen ist es immer noch nicht. Nee. Nee. Dann ist es hier nicht zu finden. Okay, es wundert mich wirklich, aber keine Chance, es ist hier nicht hier zu finden. Okay, gut, dann kommen wir zurück auf OneNote. Ich hole mir das Buch. Ich will jetzt nicht sonst so viel diese PDF noch suchen von der EAB. Ich hole mir das Buch einfach. Ja. EB62 müssen wir öffnen. Wir haben die schon ein bisschen kennengelernt in der vorherigen Aufnahme. EB62 hat mit dem Auftriebnachweis zu tun. So, das habe ich schon vor den Augen. Ich schreibe da die Formel für die Bestimmung des Gewichts des angerenkten Bodens. Ich bin da auf der Seite 173 in der EAB der sechsten Auflage von 2021. So. Da steht Eta Z mal Gamma Strich mal LA mal LB mal Groß L minus ein Drittel mal Cotangens Phi mal LA Quadrat plus LB Quadrat. So, Eta Z hier, das sind Anpassungsfaktoren, sie werden hier auch gegeben. Es ist 0,8 in der Bemessungssituation BSD. Gamma-Strich beträgt in unserer Aufgabenstellung 12, glaube ich, war das. 12 Kilonewton pro Kubikmeter. In einem anderen Video werde ich diese Formel hier herleiten. Sie ist ganz normal mathematisch zu ermitteln. Es gibt da keinen Hexenweg dahinter.
Kilonewton pro Kubikmeter mal LA und LB, also die 2 Meter für LA, die schon gegeben wurden, und jetzt die 1,5 Meter, die wir herausgefunden haben. Groß L ist die Gesamtlänge des Pfahles, 10 Meter minus ein Drittel von Kotangens. Kotangens ist 1 durch Tangens, das ist nicht dasselbe wie Arcus-Tangens. Phi ist 30 Grad, oder? Ja, Phi ist richtig, ist 30 Grad mal LA Quadrat, also wieder die 2 Quadrat plus LB Quadrat, ist 1,5 Quadrat Wurzel zu, Klammer zu. Was rechnen wir dann? Was haben wir? 0,8 mal 12 mal 2 mal 1,5 mal so 10 minus ein Drittel mal Wurzel von 2 Quadrat plus 1,5 Quadrat durch 3. So, und da habe ich 200. 80 Kilonewton. So, was heißt es genau? Das heißt, dass der Boden, der dann an so einen Pfahl hängt, an diesen 10 Meter Pfahl, die Idee, ja, die Figur habt ihr vor den Augen nicht. Prinzipiell ist es so. So eine Situation, es ist sowas. Und hier nach den 10 Meter wird dann noch eine Pyramide dann hergestellt. Und das ist dann diese Bodenkörper. Es ist prinzipiell noch zu prüfen, dass dieser Anteil hier nicht negativ wird. Ich kann es grob mal tun. Es darf nicht negativ sein, sonst ist eine andere Berechnung da noch durchzuführen. So, durch 3, durch Tangens 30, da habe ich 1,44 und dort habe ich 10, also es ist definitiv positiv hier, also alles gut. Gut, jetzt, was machen wir mit den 280? Also wir wissen, dass der angerenkten Boden 280 Kilonewton wiegt. Also die Belastung nach unten aus diesem Boden wäre 280 Kilonewton gewesen. Dann stellt euch mal vor, wir wollen jetzt mal, es ist eigentlich nicht nötig, den Nachweis jetzt durchzuführen, aber wir können mal schauen. Also von mir aus können wir ihn vorsichtigkeitshalber erneut durchführen. 280 Kilonewton stehen stabilisierend aus Bodeneigengewicht. Im Gegensatz zu, was hatten wir vor eben? Es war nicht wirklich ein UPL-Nachweis, aber trotzdem die Wirkung wäre immer noch eine günstige, also eine stabilisierende Wirkung, sage ich mal so. An der Stelle hier diese 54 Pi pro Fall. 54 Pi. Da sind 169,6, naja, Kilonewton. Okay, also mit diesen 170 Kilonewton, sage ich mal, haben wir gerade den Nachweis erfüllt und wir brauchen 12 Fälle. Jetzt finden wir aber heraus, dass wenn wir den Nachweis eher mit dem Boden durchführen würden, mit dem angerenkten Boden durchführen würden, hätten wir nicht 170, sondern 280 Kilonewton. Also das ist eine viel höhere Last, die aber günstig wiegt. Also dieser Fall hier sollte nicht maßgebend sein. Okay, aber wir führen den Nachweis trotzdem. Was würde das konkret bedeuten? Genau, also UPL-Nachweis spricht 0,95 mal den günstigen, nee, mal den stabilisierenden Lasten. Was ist stabilisierend? Was haben wir hier mal gehabt? Die 864, die 1600, die 1036,8. 864, die 1000,
Was war das? Ich weiß nicht mehr. 64. Nee. 36. 1036,8. Kurze Wiederholung. Was ist das überhaupt gewesen? Stabilisierende Einwirkung aus Gewicht der Bofallwände, stabilisierende Einwirkung aus Gewicht der Sohle. Jetzt stabilisierende Einwirkung aus angerenkten Boden, nicht mehr Mantelreiben oder so, sondern aus den angerenkten Boden, die 280 jetzt. 280, das muss größer sein als die destabilisierenden Einwirkungen. Ups, 1,05, ja, wir sind der, wir müssen sich ja so ein BSD, ja. BSD 1,05 mal. Was ist jetzt destabilisierend? Destabilisierend ist das alles gewesen. Die 2880 aus dem Wasserdruck auf der Sohle und die 3312 aus dem Wasserdruck auf den Bofallwände. 2880, 312. Ich vergesse aber hier etwas. Die 280 jetzt sind für 12 Fälle gedacht. Weil wir führen jetzt gerade den Nachweis für diesen gesamten Streifen. Und auf diesen Streifen haben wir 12 Fälle jetzt. Zwölf. 1,05 mal. Ach, jetzt habe ich die wieder vergessen. 2880, 312, 312. Gibt es noch irgendwas Destabilisierendes? Nee. Schon gesagt, das Gewicht, wenn wir da das Gewicht der Fälle noch nehmen würden, das wäre günstig. Und ein Wasserauftrieb auf diesen Fällen wäre ungünstig, aber insgesamt wäre das eine günstige Wirkung. Von daher sind wir eher auf der sicheren Seite, würde ich sagen, wenn wir es nicht nehmen an der Stelle. Ja, wir könnten das auch genauer machen und es berücksichtigen, aber lassen wir das erstmal so. Und wir prüfen das hier mal. Auf der linken Seite haben wir 0,95 mal 864 plus 1036,8 plus 2080 mal 12. Das sind 4900,76. Und auf der rechten Seite haben wir 1,05 mal 2080 bis 312. Da haben wir 3351,6. Okay, also ich glaube, da ist es klar, dass der Nachweis hier erfüllt ist. Also hier stellt sich kein Problem. Was wäre da die Ausnutzung? Nur 0,67 ist die Ausnutzung hier. Kleiner als 1,0, check. Hier ist die Ausnutzung 0,67, aber bei der Reibung auf den Einzelfall ist die Ausnutzung jetzt gerade, na, wir können den Nachweis auch genauer durchführen, weil hier haben wir nur diesen n mal bestimmt. Wir können den jetzt dann noch durchführen, führen wir den Nachweis jetzt. Sagen wir mal, hier haben wir nur beschrieben, wie viel N wir wählen wollen. Führen wir jetzt den Nachweis und gucken wir mal, was die Ausnutzung ist. Hier hätten wir dann 54 Pi mal 12, sprich 2035,
Das ist eigentlich 8, aber ich schreibe hier 7. Kilonewton. Es muss größer bleiben, als was wir auf der anderen Seite haben. Die 1, das haben wir heute schon berechnet. Das sind die 1929,6. Gell? Ja. Ja. So, was wäre die Ausnutzung hier? Die Ausnutzung wäre genau 1, wenn wir, was war das, 11,37 Fehler einsetzen würden. Ne? Ist aber nicht, was wir einsetzen. Wir können nicht so eine komische Zahl einsetzen. Deswegen ist sie gerade ein bisschen weniger als 1. Aber sehr nah an 1, kann man sehen. Ja? 0,94, 947 eigentlich, also 0,95 ist es gerade kleiner als 0 bei diesem GO2-Nachweis, also mit Mantelreibung auf den Einzelfall und so. Und hier bei dem UPL-Nachweis mit dem angehängten Boden hat man viel, viel mehr Puffer. Also was ist hier maßgebend gewesen? Das hier ist maßgebend gewesen, den Nachweis am Einzelfall mit der Mantelreibung. Es hätte sein können, dass wir in einer anderen Situation, dass die maßgebende Situation eher den Nachweis mit dem angehängten Boden ist, wenn zum Beispiel die Masse des angehängten Bodens nicht so groß wiegt oder nicht so groß ist. Ich will hier an der Stelle noch sagen, dass ich bei der Berechnung hier von RDD kein Modellfaktor eingesetzt habe, was aber bei Verpressfällen eigentlich einzusetzen ist. Das würde den Widerstand noch reduzieren. Also anstatt 54 Pi hier hätten wir 54 durch 1,25. 43,2. Das heißt prinzipiell, dass die erforderliche Anzahl an Fällen wäre auch so mal 1,5 ungefähr. Also ich mache mal die 11,37 mal 1,25. Man würde ungefähr, also 14,2, sprich eher 15 Fälle brauchen und solche Sachen. Ihr seht schon, in welche Richtung das Ganze mal geht. Gut, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich glaube, wir sind hier ans Ziel gekommen. Wir haben die Aufgabe gelöst. Ja. Um den Nachweis, nee, Variante 2, genau. In diesem Fall ist bla bla bla, genau. Ja, genau. Also, wir haben es geklärt. Also, den erforderlichen Abstand ist 1,5 Meter. Das führt zu 12 Fällen. Damit sind die zwei Nachweise erfüllt. Das hier schon mit 95% Ausnutzung und den UPL-Nachweis auch mit 67% Ausnutzung. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr diese auf dem Kanal stehen. Sag mal, bis zum nächsten Mal.